Open up my heart and you'll find love, 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 love. Mm-hmm. Love, love, love. Open up my heart and you'll find love. Oh. Frohes neues Jahr, kann ich nur sagen. Kommt ja mal ganz drauf an, wann man sich dieses Video anguckt. Aber ich kann sagen, frohes neues Jahr an alle. Ein schönes 24er Jahr kommt auf uns zu, hoffe ich. Man sieht, ich sitze im LKW. Wir haben Großes vor mit Jack und Joe. Wir wollen nämlich in die Reithalle fahren. Und dafür müssen wir ein bisschen was üben. Wir haben Winterpause, Weihnachtspause gehabt. Wir sind wirklich in den Skiurlaub gefahren. Über Weihnachten sind jetzt Silvester wieder hier gewesen, weil wir natürlich unsere Pferde begleiten in der Silvesternacht. Und auch das hat total gut funktioniert. Es gibt eigentlich so viel zu erzählen. Ich habe viel zu wenig Zeit, weil ich so jetzt Jack holen. Aber ich glaube, ich könnte den ganzen Tag nur davon erzählen, was wir für tolle Nachrichten gekriegt haben auf unser Weihnachtsvideo. Es war wirklich umwerfend für alle Eichenecker. Dann noch das Meet and Greet auf der Pferd und Jagd, auch total toll. Also ich kann nur sagen, danke für diese tollen Kommentare. Ich hoffe, das nächste Jahr wird für euch genauso spannend wie für uns. Es kommt ganz viel auf uns zu, das Einreiten von Jack und Joe, wo ich wirklich gar keine Prognose abgeben will. Wer es besser macht, schlechter macht, anders macht. Es gibt ja eigentlich gar nicht gut und schlecht. Aber ich habe da so meine Vorahnung. Und diese Woche geht's los, nicht mit dem Einreiten, aber wir wollen diese Woche wirklich zum ersten Mal in eine andere Reithalle fahren, weil Land unter ist. Es hat so viel geregnet. Und da wollen wir jetzt mal kurz einen kleinen Check-up machen. Schauen, nach 14 Tagen, drei Wochen fast nichts tun. Wie laufen Sie brav an der Longe? Was sagt Jack, wenn eine bunte Stange ihnen in den Weg geworfen wird, weil das findet er ja überhaupt gar nicht so toll. Gehen sie überhaupt noch auf einen LKW? Worauf müssen wir uns gefasst machen, wenn wir übermorgen losfahren? Und das checken wir jetzt. Auf die Ansage haut sich Chapeau erstmal hin. Einige Vorbereitungen muss man immer treffen. Ich habe schon Futter im LKW, ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Gerade in der Silvesternacht hat man es wirklich gesehen. Es haben angefangen, die Raketen in die Luft zu steigen. Die Böller sind hier wirklich losgegangen, obwohl wir wirklich in der Einöde wohnen. Wer schon mal hier war zum Drei-Tage-Check oder zum Kurzcheck, der weiß, dass hier wirklich der Hund begraben ist. Aber trotzdem war es mega laut. Und die ersten Knaller, als sie hochgegangen sind, waren auch unsere Pferde wirklich in großer Aufruhr. Und wir haben aber vorgesorgt, wir haben einfach einen Sack Möhren gekauft und haben so die erste 10 Minuten, Viertelstunde wirklich so ein bisschen abgelenkt. Sie sind gekommen zum Möhrenfüttern, Happy ist nicht gekommen. Aber dadurch, dass alle anderen Pferde wirklich, Jack war die große Ausnahme, der blieb die ganze Zeit entspannt bei uns stehen oder beim Möhrensack. Alle anderen Pferde sind dadurch aber ganz ruhig geworden. Und ich habe auch ein bisschen Hafer in der Heuraufe verteilt, dass sie suchen müssen. Und von daher war dann wirklich so nach 10 Minuten, Viertelstunde das Ganze überhaupt gar kein Thema mehr. Und alle haben ganz ruhig da gestanden, haben gefressen. Und es war alles in Ordnung, egal ob ein Knaller losging, egal ob eine Rakete hochgegangen ist. Und so, finde ich, kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Also bei uns hat es funktioniert. Nächstes Jahr vielleicht mal selber ausprobieren. Jetzt will ich aber nicht mehr reden. Viel zu langweilig. Ich will jetzt checken. Hab gerade ein kleines Déjà-vu. Ich habe gerade eben gehofft, dass die Pferde nicht auf der Wiese stehen. Zumindest nicht die, die wir jetzt brauchen, weil es ist wirklich eine Seenlandschaft. Und ich müsste da ganz bis zum Ende durchlaufen. Aber Jack, Joe, Firsty, Campy stehen wirklich hier vorne. Ich habe noch zwei Jungpferde gerade beim Einspringen auf dem Reitplatz. Den habe ich das schon richtig gut beigebracht. Und wenn ich jetzt pfeife, dann kommen die wirklich bei Fuß. Aber das machen auch Jack und Joe. Ja, es wird also ganz spannend. Ich hole jetzt aber Jack. Kann sogar einer wechseln. Mein neues S-Dressurpferd. Komm. Hast du auch was mit Joey vor? Ja. Ja? Du weißt das ja noch gar nicht, ne? Wir haben uns heute Morgen überlegt, dass wir
übermorgen mal in die Reithalle fahren. Ja. Und mal gucken, was unsere Pferde da machen. Okay. Ich würde jetzt mit Jack üben und gucken, ob er noch mal auf einen Anhänger geht. Dann haben sie ja lange nichts getan. Ich würde ihn auch einmal, glaube ich, versuchen, über dieses kleine Kreuz zu longieren. Ja. Damit wir keine Überraschung haben. Okay. Ja, also letztens ist auch was passiert. Und zwar hat Happy die Ansprache vom Weihnachtsmann sehr, sehr ernst genommen, dass er nicht mehr den Kameramann runterschmeißt. Dafür bin ich jetzt das kleine Opfer. Weil ich dachte mir, ach komm, wir springen einfach mal wieder ohne Sattel. Er hat länger nichts getan, es ist Winter. Und dann schmeißt er den Arsch hoch und ich flieg vorne an ihm runter. War ich überhaupt nicht drauf gefasst. Bin jetzt gleich mal sehr gespannt, was Joey dazu sagt, weil es ist ja ziemlich nass. Und also ich bin gespannt, da kommt er schon. Oh, du. Mein Kleiner. Er möchte unbedingt was mit mir machen. Nö. Ach, Jack kommt auch. Na, dann kommt doch mal mit. Hallo. Na, rein, mein Kleiner. Hallo, Jack. Auf jeden Fall bin ich jetzt mal sehr gespannt, was er auch zu dem Kreuz sagen wird. Eigentlich ist er da ja nicht so, dass er da irgendwie stehen bleiben möchte oder sowas. Aber wenn ich das halt öfter mache, dann wird er halt auch schnell gelangweilt und dann hat er auch keinen Bock mehr darauf und möchte dann was anderes machen. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen darauf achten, dass er das lernt, dass er dann trotzdem das machen muss, was ich möchte. Ich will jetzt erstmal mein wunderschönes Halfter. Kannst du ein bisschen zur Seite gehen? Küken-Chapeau hat vorne links eine Glocke weg. Du müsstest mal kurz hingehen und ihm wieder eine drauf machen. In der Hoffnung, dass das Eisen noch drauf ist. Wie? Komm mal hier. Komm mal mit, Jack. Komm. Ja, komm, mein Kleiner. Komm her. Ja. Der Kleine ist mit seinen 3 Jahren jetzt schon gut 1,80 Meter groß. Wenn der sich einmal wälzt, fehlt auf dem Paddock gleich ein halber Kubikmeter Sand. Oh, bin ich froh, dass es gerade nicht regnet. Ich habe schon gedacht, ich müsste in eine Putzscheune gehen. Die ist total schön geworden, aber da waren Jack und Joe schon lange nicht mehr drin. Und dann finde ich es immer ein bisschen entspannter nach so langer Zeit. Bleib da. Hi, Joey. Bleib mal einmal nein. Richtiges Nein. Wow. Gut. Also für das Weihnachtsvideo konnte ja Joey sehr viel antworten. Ja, nein und so lachen vielleicht so. Und ja, ich zeig mal kurz, wie ich das dann gemacht habe, dass er immer richtig geantwortet hat. Weil ich habe das immer schön geübt. Joey, du machst das gut. Okay, warte. Mal einmal nein, ein richtiges Nein. Vorführeffekt. Nein. Das sollst du nicht. Nein? Gut. Dann machen wir einmal noch so ein... Vielleicht? Gut. Nochmal. Fein. Und? Machst du nochmal ein Ja? Nochmal? Ein richtiges Ja? Warte, geh mal zurück, dann ist das Tor nicht im Weg. So, richtig zurück. Und nochmal ein Ja. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Gut. Fein. Oh, du bekommst natürlich auch was. Also ich habe natürlich ganz fleißig geübt mit Handzeichen. Also das hier ist Nein. Ja ist so ein, ja sage ich jetzt mal nach unten und wieder hoch zeigen. Und halt vielleicht ist so ein Peace. Und das ist halt, also ich habe das ganz viel mit ihm geübt. Er hat das aber schon so nach 2 Minuten einfach gecheckt und hat das schon gemacht. Dann habe ich das einfach immer nur wiederholt. Und das hat er so schnell gelernt. Für das Jahr musste ich irgendwie 2 Methoden einmal komplett umwerfen und wieder was Neues machen. Weil er kann ja so Sack aufheben und sowas. Und dann dachte ich mir, ich schmeiße ihm einfach immer was auf die Erde. Und dann hat er das auch immer genommen. Und irgendwann hat es dann halt gereicht, dass ich nur so gemacht habe. Und daraus ist dann halt das da geworden. Mach mal noch mehr. Ja? Nochmal? Nochmal? Geht. So. Nochmal. Gut. Nein. Daran hat er auch ziemlich viel Spaß, wie man sieht. Ihm ist ja jetzt sehr, sehr schnell langweilig. Und wenn ich ihm dann fütter oder sowas, dann kann man das immer schnell mit einbauen, weil dann fühlt er sich schon wieder behandelt. Ne? Jo. Ich habe schon drauf gewartet. Joey, der parkt sich wirklich immer am Tor, wenn die Stromblitze nicht vor ist. Der guckt sich alles an
und nimmt jetzt, weil er schon gesehen hat, dass wir wirklich das Tor in die Hand nehmen müssen, ein bisschen hochheben und zu uns ziehen, nimmt er das Tor jetzt auch nochmal in die Hand und hebt es immer hoch, ins Maul, und hebt es immer hoch in der Hoffnung, dass es aufgeht. Das hat er noch nicht geschafft. Wir haben jetzt sogar schon gesehen, dass er versucht, die Heuraufe aufzumachen, weil auch das guckt er sich ganz genau an, wie man die Stifte da rauszieht und dann das Tor aufmacht, um den Heuballen reinzufahren. Das ist so ein Professor, Schlaufuchs. Und es ist so witzig, weil Vicky hat ja wirklich für das Weihnachtsvideo ja, nein, vielleicht geübt. Und wenn der Kameramann morgens zum Füttern geht, dann spult er immer so lange sein Programm ab mit Schütteln hoch und vielleicht und so, bis er was kriegt. Eigentlich macht er das gar nicht nur beim Kameramann, sondern bei jedem, der hier vorne steht. So lange, bis es was gibt, ist natürlich äußerst witzig, weil wenn man gerade einen Dialog hat und er steht daneben und schüttelt immer mit dem Kopf oder nickt oder macht sonst was, dann ist es immer äußerst amüsant, wenn das dann auch noch zu einer Frage passt. Also es ist wirklich krass, was dieses Pferd sich alles anguckt, merkt. Also manchmal denke ich immer, das ist gar kein Pferd. Von daher glaube ich, wird das Einreiten wahrscheinlich ein bisschen spezieller. Glaube ich. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Wir werden es ja dieses Jahr wahrscheinlich erfahren, wie das so läuft. So, mein kleiner Jack, ne? Wir machen mal ein bisschen Katzenwäsche. Ne? Das ist so schön. Auch jetzt Silvester war das wieder zu bemerken, wo wirklich hier die Knaller hochgingen. Was es ausmacht, wenn man die Pferde Seite, fein. Ist ein bisschen fies, weil es juckt ihn da und dann will er sich da richtig gegenlehnen. Aber ich stehe da und er darf halt einfach mich nicht wegrempeln. Das ist halt so. Würde ich ihn das jetzt gewähren lassen, dann würde er es immer machen und würde gar nicht verstehen, wann er dafür eine Motivation kriegt, von mir wegzugehen und wann nicht. Und das ist ja auch gleich fürs Reiten wichtig. Hier liegt der treibende Schenkel in verschiedenen Lagen. Und ich kann natürlich auch gleich Schenkelempfindlichkeit lernen, indem ich wirklich sage, Seite, fein. So, wenn ich das später mit dem Schenkel mache, habe ich es schon viel einfacher. Vicky kommt schon wieder mit irgendwelchen Outfits. Also, ich glaube, Joey sieht wieder perfekt aus. Ich habe ein wunderschönes Weihnachtsoutfit bekommen, natürlich vom Weihnachtsmann. Oder von der Weihnachtsfrau. Weiß man heute ja nicht mehr so genau. Es war in der Silvesternacht so irre, wo das so laut wurde. Man merkt einfach bei Jack, den kriegt man wirklich über Futter ganz entspannt. Und wenn ich komme, dann steht er wirklich da am Zaun und weiß schon, er verbindet mich halt einfach damit, dass wir zum einen spannende Sachen machen, zum anderen aber ja auch leckere Sachen, weil wir verbinden ja viel mit positiver Verstärkung. Und das war ganz schön, weil wir standen da wirklich und es ging los. Alle Pferde heizten los und waren ganz aufgeregt. Und dann habe ich ganz leise gepfiffen und dann waren Jack und Joe schon da. Die kennen das ja mit dem Pfeifen. Und dann hatten wir unseren Möhrensack, ja, und dann haben die angefangen zu fressen. Und somit ist die ganze Herde viel ruhiger geworden. Futterneid hat alle eigentlich hergeholt. Und dann war das Knallen wirklich Nebensache. Jack? Und was ganz schön ist, ich weiß noch, wo Jack so klein war. Da hatte man wirklich Respekt, also nicht nur ich, sondern alle Respekt vor ihm. Und keiner hat gedacht, dass man einfach mal hier putzen kann und sowas, weil er ja wirklich relativ schnell vorne und hinten am Hauen war. Und ich muss sagen, mittlerweile ist das aber schon so eine Verbindung geworden. Na klar, es ist ein Jungpferd, aber es ist schon irgendwie ja, so eine Vertrauensbasis, dass ich mir sage, im Normalzustand, in normaler Umgebung mache ich mir gar keine Gedanken mehr, dass er mich jetzt hier weghaben will oder dass er mich haut oder sowas.
Und das ist total schön. Hätte ich eigentlich gar nicht erwartet und gedacht, ne Jack, ja, du bist ja mein zweiter Konrad, glaube ich, ne? Ja, das glaube ich wirklich. So eine coole Socke. Ich bin richtig gespannt, wie das beim Einreiten wird. Ich bin aber auch gespannt, wie es jetzt übermorgen wird, wenn wir das erste Mal wirklich in der Halle fahren, weil da ist er ja schon ein kleines Sensibelchen, von seinem Konrad weg, von der Herde weg. Um diesen Einstieg ein bisschen einfacher zu machen, haben wir gesagt, wir nehmen Campi mit. Dann ist einer von den Alten dabei, auch beim LKW-Fahren. Aber nu heißt es erstmal Geschenke zeigen. Jackpot hat seine ja gleich vor Ort aufgefressen. Eigentlich wollte ich gerade mein helles Outfit nehmen, aber das ist mein Weihnachtsoutfit und Joey darf das jetzt einweihen. Einmal diese wunderschöne Schabracke, ja, die glitzert bis zum geht nicht mehr. Das ist eine 100 von 10. Mit passendes Ohrennetz, passende Gamaschen, passende Schwimmglocken. Ich habe sogar die Bandagen. Eigentlich hätte ich auch bandagiert. Mama ist ein bisschen laut gerade hier, ne? Ich versuche hier gerade mein Outfit zu präsentieren. Oh, du bist ein bisschen laut. Entschuldigen Sie bitte. Sonst bist du doch auch nicht so leise. Eigentlich wollte ich Bandagen drauf machen, aber Bandagen bei der Nässe und so ist jetzt nicht ganz so schlau. Und ich war ja über Silvester bei Anni. Ach so, ich soll dir was abnehmen. Nein. Und das war super schön. Wir sind dann auch geritten bei ihr und sowas. Und jetzt ist sie noch zu mir gekommen. Ja, schon haben wir immer. Und jetzt holen wir Joey und machen den richtig, richtig hübsch. Natürlich hübscher als Jack. Ich habe es nicht ausgesprochen. Wir wissen alle, wen wir meinen. Hast du etwa über mich gelästert? Nein. Das erinnert mich an irgendwas. An. Lästert ihr etwa über mich? Nein. Hier. Nein. Ich lästere ja immer so viel über Jack, aber im Wahren weiß ich innerlich, dass Jack eigentlich von der Größe her sehr viel besser zu mir passen würde. Aber... Das wird das perfekte Springpferd. Nein. Du glaubst es mir nicht. Mit Jack, du kannst so genial springen, ne? Er weiß es, wenn er erstmal drüber geht. Genau, er weiß es noch nicht. Aber ich finde, also Jack, finde ich, hat auch super Gänge. Also wenn er sich erstmal ein bisschen aufgeregt hat oder sowas, dann schmeißt er richtig die Beine. Ansonsten ist er ja eher so der entspanntere Typ. Ach ja, genau. Ist doch mein wunderschönes neues Halfter. Richtig schön. Mit Glitzer und so. Jack wird, glaube ich, beim Einreiten sehr viel entspannter werden, weil Jack sehr entspannt generell von der Art ist. Und ihn juckt das ja eigentlich nicht so wirklich, was auf ihm drauf ist. Es sei denn, er will was nicht. Ja, das ist nämlich das Problem. Ich glaube, wenn er dann nicht vorwärts möchte und man ihn dann mal treiben möchte, kann er auch anders werden. Also ich glaube, sehr viel anders. Da denke ich dann auch, dass er ziemlich schlimmer werden wird als Joey. Weil Joey, bist du schnell unten, wenn, also denke ich mal, wenn er irgendwas ihm jetzt zu langweilig wird, dann hat er, glaube ich, ziemlich viele Tricks auf Lager, wie er dich dann auch runterkriegt. Und ich glaube, Jack ist aber nochmal eine Spur härter, weil der wird, glaube ich, auch noch, wenn du unten liegst, nach dir auftreten, wenn er irgendwas nicht möchte. Abstellen. Jack, klasse. Prima. Ist nur eine Gamasche, Jack. Boah. Fein. Gut so. Prima. Gut. Ich laber hier jetzt mal nicht weiter runter. Du laberst nicht, du redest wunderschöne Sachen. Ich freue mich immer, wenn du redest. Meistens. Also Jacks Schweif ist irgendwie noch ein bisschen dünn, aber wir hoffen alle, dass das noch ein bisschen wird. Da hat man denn zuerst immer gedacht, jetzt musst du dich in Sicherheit bringen. Oh, komm mal her, gut. Mach ich mal ab, sind viel zu klein. Ach, Jack. Also, er wird wirklich Konrad sehr ähnlich. Bei Konrad passen sehr, sehr wenig Gamaschen. Wegen den dicken Beinen. Er sieht gar nicht mit so dicken Beinen aus, aber sie sind wirklich alle, haben zu wenig Umfang. Größe L. Also beim nächsten Mal einfach noch ein X davor. Echte Oberallgäuer Tüte. Wir waren nämlich bei Maria. Maria kennt ihr, glaube ich, auch. Wir waren im Allgäu.
ich muss wirklich sagen, im Allgäu, weil sie hat uns gesagt, es gibt verschiedene Gebiete und die einen mögen den anderen nicht. Und von daher sage ich jetzt einfach, die kommt aus dem Oberallgäu, weil sie hat uns ganz viele Leckerlis da reingetan. Oh, ganz leckere Käsespezialitäten und alles. Die haben wir alle schon verdrückt, schon im Urlaub. Schön auf der Terrasse, bei Schnee, ein Glas roten Traubensaft. Käse aus den Bergen, richtig, richtig leckere Salami und ein Baguette. Und für die Pferde magenfreundliche Leckerlis, Apfelgenuss, gelenkaktiv. Naturleckerli. Da steht auch alles schön, was unten drauf, das, ne? Mit Liebe hingeschrieben. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Für Campi beim Gastpferd füttern. Oh, Magenfreund. Weil Campi muss doch immer herhalten. Wenn ein Gastpferd abgesagt hat und dann nur noch eins da ist, dann muss Campi immer Babysitter sein. Und hier steht für Campi beim Gastpferd füttern. So, richtig schön. Chapeau für die kommende Turniersaison. Gelenk. Ach, ist ja süß. Magenfreund, nee. Gelenkstark haben wir schon gefüttert, nämlich in der Silvesternacht. Für fitte Pferdebeine, Conny. Gelenkaktiv. Oh. Oh, das ist ja fies, ne, Jack? Apfelgenuss für den nächsten Hufschmied-Termin, Jack und Joey. Ah, siehst du, er trampelt auch schon. Fabian, warum hat er zwei Glocken an einem Hut? Weil der sich die Eisen so schnell abtritt und wenn wir zwei Glocken drauf haben, wenn wir zwei Glocken drauf haben, dann tritt der erst auf die oberste Glocke, aber nicht bis zum Eisen. Entweder ist das im Allgäu alles anders oder wir sind voll die Hinterwäldler, weil in dem Hotel, wo wir waren, gab es eine Mikrowelle mit Grillfunktion und Vicky wusste auf jeden Fall, wie man die bedient. Ich wusste es nicht. Also hätte ich gewusst, dass Vicky das auch nicht weiß, dann wäre ich nicht rausgegangen und hätte sie das Baguette machen lassen, was wir zu dem schönen Käse haben wollten. Weil das hat auch alles super funktioniert. Super funktioniert. Bis zu der letzten Minute. Weil ich habe das immer im Minutentakt, weil man das irgendwie nicht anders einstellen konnte. Oder man konnte es bestimmt anders einstellen. Aber ich kenne nur Mikrowellen. Was du einfach drehst du am Rädchen, drückst drauf und dann ist fertig. Und da war das halt irgendwie so, musstest du irgendwelche Programme einstellen und sowas. War ich ein bisschen mit überfordert. Aber habe das dann immer im Minutentakt gemacht. Und das war dann halt irgendwie eine Minute zu lange. Kameramann und Mama saßen draußen und ich war drin und habe immer mich dann aufs Bett gesetzt und gewartet, bis die Minute um war und habe dann immer geguckt. Und vor der letzten Minute war das noch richtig weich und so überhaupt nicht durch. Und dann habe ich das noch mal eine Minute drin gelassen. Und dann stand es alles in Flammen. Das stimmt gar nicht, es hat nur ein bisschen geraucht. Ein bisschen geraucht, die von der Rezeption aus dem Keller ist gekommen, weil sie gedacht hat, das Hotel brennt ab. Wir haben eine Woche gebraucht, um den Gestank da wieder rauszukriegen. Ja, also das war wirklich was. Oh, hat das gestunken. Und es war eine Rauchwolke. Das kann sich keiner vorstellen. Und es war aber auch, ja, kann halt passieren. Ne? So hatten wir Käse und Salami und Rotwein ohne Baguette. War auch total gut. Wir sind sogar schön umweltfreundlich mit dem Bus gefahren. Weil eigentlich wollten wir mit dem Lambo fahren, aber... Da gab es doch noch nicht mal einen Dachgepäckträger für. War also alles gar nicht so dramatisch. Und was ich ganz irre fand, wir waren am nächsten Tag, da war die Maria auch mit, sind wir alle zusammen Ski gefahren. Also ich habe es versucht, Ski zu fahren. Ich kann es ja noch nicht so. Maria fährt richtig gut Ski. Also auf diesen ganz steilen Pisten, wo ich dann wirklich sage, hier fahre ich nicht lang. Da fährt die völlig gelangweilt so darunter und ja, eigentlich immer nur Schussfahrt. Und irgendwann, wenn sie mal warten muss, dann macht sie mal kurz so einen kleinen Schlenker und steht dann wirklich in so einem Abhang pfeifend. Das ist also wirklich schon richtig Wahnsinn. Also da spielt mein Kopf nicht mit, ne? Jack, wir beide, wir sind ganz entspannt und so viel Trubel und so viel Aufregung brauchen wir gar nicht, ne? Ne? Lass das. So, ich werde jetzt heute einfach ganz locker, ohne Gurt, ohne alles, ihn nur ein bisschen in eine Runde gehen lassen. Ich hoffe, das macht er mit und will nicht irgendwohin ausbüchsen.
Und dann gucke ich mal, ob er auf den Anhänger marschiert, also auf den LKW marschiert. So, komm her, Jack, wir gehen mal. Ich habe an den kurzen Seiten habe ich diese Schläuche hingelegt. Dann ist hier wirklich, das finde ich ganz, ganz toll, es hat über Nacht sehr, sehr viel geregnet, wie man sieht. Und hier ist wirklich eine riesen Wasserpfütze. Das nutze ich fast mit allen Pferden aus. Dass die wirklich hier durchs Wasser gehen, ist ein schönes Pfützentraining. Wo ich so ein bisschen drauf achten möchte, ist, dass er auf die Gerte hin wirklich rausgeht und dann nicht verkürzt. Hier an den offenen Seiten muss ich ein bisschen aufpassen, dass er nicht nach unten geht. Beim Ausgang möchte er natürlich auch ganz gerne raus. Das ist natürlich ohne Ausbinder und ohne alles oder ohne Doppellonge natürlich auch wirklich verlockend. Fein, Jack. Gut. So, und auch jetzt da über dieses gelbe Teil, das ist überhaupt gar kein Problem, hoffe ich. Fein. Ja, er hat irgendeinen Dummsinn im Kopf, das sieht man schon. Wenn ich jetzt gleich antrabe oder sowas, ich glaube, dann gibt es erstmal ein bisschen. Er guckt da unten zu Joey. Ich muss ihn jetzt also schön im Gang halten. Tee, rap. Ja. So, 3 Wochen nichts getan. Er möchte gerne darüber. Mache ich jetzt natürlich noch nicht, weil die Gelenke sind ja noch gar nicht warm. Der kann lieber hier oben schön durchs Wasser gehen. Und tirap. Fein, super, mein Junge. Ja. Ich mache ganz, ganz leichte Paraden hier. Von Jack kenne ich das ja, dass er so ein bisschen tendenziell immer nach außen zum Zaun driftet. Das mag ich gar nicht so gerne, deswegen helfe ich ihm hier und gebe ganz kleine Impulse an der inneren Leine. Und durch die Schenkeltrense macht es das natürlich ein bisschen einfacher, weil er außen auch begrenzt ist. Und es gibt einige Zuschauer, die dann sagen, Mensch, immer am Trensengebiss longieren, das ist ja voll fies und man kann besser einen Kappzaum nehmen. Ich finde einen Kappzaum überhaupt nicht besser. Ich habe so viele Kappzäume hier hängen. Ich habe schon viele, viele, viele Jahre mit Pferden zu tun und habe dementsprechend viele Kappzäume ausprobiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was mich am Kappzaum extrem stört, ist, dass man die immer sehr fest verschnallen muss, wenn man wirklich über das Genick arbeiten will, damit es nicht rutscht auf der Nase. Und das ist für mich, das möchte ich gar nicht. Und ich habe auch den Sinn da drin nicht, weil ich möchte mein Pferd beibringen, dass es nicht an der Leine ziehen soll, nicht am Zügel ziehen soll. Und das mache ich mit Jack ja auch, wenn er jetzt anfängt zu ziehen. Dann hole ich ihn hier, wie man sieht, ein bisschen nach innen. Es wird unbequem für ihn. Da kommt natürlich das nächste No-Go. Unbequem soll es nicht werden. Für mich soll es unangenehm werden, weil wir beide müssen ja versuchen, uns auf eine Sprache zu einigen. Und die Sprache ist, du ziehst nicht an mir und ich ziehe nicht an dir. Und wenn er an mir zieht, wie ein Hund zum Beispiel, dann sage ich ihm, das möchte ich nicht. Er sagt mir ja auch, wenn was unangenehm ist. Und dann ist es besser, dass ich darauf höre, weil ansonsten ziehe ich den Kürzeren. Fein, Jack. Aber nun wollen wir doch mal sein Springtalent sehen. Donnerwetter, wer hat das denn da in den Weg gelegt? Hoppi, hoppi, geh mal dran vorbei. So, guck, jetzt treibe ich ein bisschen nach. So ganz kapiert hat Jackpot seine Aufgabe wohl noch nicht. Aber das dauert bei ihm manchmal einfach nur ein bisschen länger. So, und ich möchte ganz gerne, dass meine Pferde wissen, dass es was Angenehmes ist. Nein, nochmal. Nein. Was er soll, hat er dann doch schon kapiert. Nur einverstanden ist er damit noch nicht so recht. Außerdem kann das ja auch ein bisschen Spaß machen, seine Longenführerin so ein bisschen an der Nase herumzuführen. Ja, fein!
Gut, klasse. So, und da ist das Pfeifen für mich total wichtig. So schön. Hm? So, und jetzt muss er doch erstmal schnallen, wenn er darüber geht. Gibt es was Gutes? Das heißt, das muss ich mit ihm machen. Ich hätte ihn jetzt nehmen können, rüberführen können. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Hätte es jetzt nicht funktioniert. So, und dann muss man aber auch gucken, das gelbe Kreuz kennt er schon. Das stand aber da unten bei den anderen Pferden. Das heißt, da war die Motivation hinzukommen natürlich sehr viel größer. Und da muss man natürlich gucken, was ist ein bisschen Bock, was ist ein bisschen Ausprobieren, was kann ich machen und was kann ich nicht machen und was ist wirklich Angst. Und Angst, glaube ich, ist es jetzt gerade nicht. So, Jack, komm her nochmal. So, und wenn er erstmal weiß, dass es dafür was gibt, gucke mal, ja, dann wird das gleich ganz harmonisch werden. Wenn ich mal an Falco, mich an Falco erinnere, es war ja nun wirklich ein erfolgreiches Dressurpferd, wo ich wirklich von ausgegangen bin, dass der Stangen kennt. Aber das war ja gar nicht machbar, mit ihm über Stangen zu gehen. Und von daher ist das für mich ganz wichtig, dass Jack und Joe wirklich lernen, auf neue Dinge einfach mutig zuzugehen, weil sie wissen, es gibt was Schönes. So, was natürlich schwierig ist, auch für so junge Pferde, danach die gebogene Linie weiterzugehen. Und wenn da unten der Stall ist und Joey da unten steht, dann ist natürlich die Motivation, denn hier rumzugehen, auch nicht besonders groß da. Sondern der Weg nach rechts ist viel interessanter. Wäre jetzt für mich einfacher gewesen, von der anderen Seite zu beginnen, weil ich habe das Kreuz wirklich so hingestellt, dass der Hof Eichenecksprung so ein bisschen als Einleitung, als Fang dient. Aber nun gut, muss er ja eigentlich, wenn er denn irgendwie gehorsam ist, von beiden Seiten aus machen. Also von daher heißt es jetzt nochmal rüber da. Fein, sehr gut. Ja, jetzt lasse ich ihn nochmal weitergehen. Das ist mal was, was ich probieren werde. Was passiert, wenn ich Jack ohne Nasenriemen arbeite, ob er sich denn auch noch juckt. Am Gebiss kann es nicht liegen, weil mit Kappzaum hat das auch gemacht. Es muss irgendwas mit dem Nasenriemen zu tun haben. Und da bin ich ganz gespannt. Das würde ich jetzt halt nicht in dieser Phase machen, sondern wenn er ein bisschen im Training ist. So, Jack, vielleicht kriegen wir es ja hin, dass du weniger gespannt auf dieses Kreuz zugehst. Und wenn du dann wirklich auch noch im Linksgalopp landest, dann fällt es dir auch einfacher, den Bogen zu machen. So, und bei dieser Jungpferdeausbildung geht es für mich nicht darum, was sieht gut aus, sondern es kann gar nicht gut aussehen. Das sind ja Dinge, da muss jeder erstmal zueinander finden. Jack muss erstmal ausprobieren. Was will man denn überhaupt? Dann kommt natürlich noch ein bisschen jugendlicher Leichtsinn dazu. Fein! Komm her! Toll gemacht! Es ist ein bisschen schwierig, ihn sauber zu kriegen, weil also hier klebt so viel nasser Sand mit drauf. Wir haben hier jetzt schon eine Tonne Mähenspray reingeklatscht. Aber so langsam wird's. Er wird wieder sauber. Und während Joey seine Wellnesskur genießt, entdeckt Jackpot so langsam sein Springtalent. Fein! So, jetzt weiß er schon mal, was er soll. Geht nicht mehr dran vorbei. Geht locker an den Sprung dran. Und das danach, das muss man dann natürlich auch noch üben. Aber ich kann doch nicht alles sofort richtig haben. Das funktioniert doch nicht. Das muss auch nicht. Aber auf der anderen Hand soll er das jetzt trotzdem nochmal probieren. Nehme meine Gerte dann wirklich auf Kopfhöhe. Für Voltigierpferde oder sowas ist das häufig ein Zeichen von Durchparieren oder
Viele aus der Bodenarbeit machen das auch, dass sie dann wirklich, wenn die Gerte nach vorne kommt, dass die Pferde wissen, sie sollen anhalten. Ich nutze das wirklich in Augenhöhe, um dem Pferd zu sagen, bleib ein bisschen draußen. Ich habe ihn hier jetzt ganz klein, das ist natürlich schwierig für ihn. Das heißt, ich muss ihn Richtung Paddock unten ordentlich bremsen, weil er natürlich Anlauf nehmen will, um da rauszugehen. Dann springt er um, dann wird es natürlich noch schwieriger. Fein. Aber schön finde ich es schon mal, dass er eigentlich hier im Kreis bleibt. Fein, mein Junge, prima. Und dass er jetzt nicht ganz, ganz mutwillig jetzt abhauen will oder mich durch die Gegend zerrt. Das finde ich schon ganz, ganz toll. Fein. So, und jetzt muss ich ihm sagen, ich möchte nicht, dass du an mir ziehst. Und dann pariere ich ihn ein bisschen härter hier an der inneren Leine. So, jetzt sage ich ihm weich, was er soll. Hört er nicht, so wie jetzt eben, mache ich es ein bisschen doller. Gut, noch ist er überall. Unten bei Joey wird gefegt. Ist ein störendes Geräusch jetzt gerade für ihn mit seinem Bewegungsstau. Und wenn ich von Bewegungsstau spreche, das finde ich immer ganz irre. Unsere Pferde können sich ja immer bewegen. Und trotzdem merken wir es, wenn wir mal 14 Tage nichts gemacht haben. Wie soll das denn den Pferden gehen, die wirklich in eine Box gesperrt sind und mal 3 oder 4 Tage nicht rauskommen? Das haben ja ganz viele Pferde. Hi, na siehst du wohl. Och, jetzt wird das alles schon ein bisschen entspannter. Ne? Jetzt fange ich an, mal wieder zu sagen, geh mal den Kreis ein bisschen größer. Jetzt sind wir schon langsam wieder auf Cavaletti-Höhe. Wird von der Seite, hoffe ich, einfacher. Super gemacht! Oh, toll! Ist einfacher, weil da der Hufeichenecksprung richtungsweisend ist. Hallo! Ja, komm her, ich schubbel dich. Oh, ja. Ja. Hm, toll gemacht! Hat aber einen Satz gemacht. Springpferd, sag ich doch. Komm her, Jack, komm. So, und ich finde dieses Springen, das ist ja kein Springen, das ist ein Cavaletti, ein Kreuz, finde ich so wichtig. Jetzt nicht nur für ein Springpferd, sondern es ist wirklich Gymnastik. Sie lernen ihren Körper kennen, sie lernen Vorhand und Hinterhand kennen. Lernen sie auch unterschiedlich zu belasten. Nein, weißt du noch nicht. Ja. Und von daher finde ich das ganz, ganz toll, wenn man das einfach mit seinen Pferden macht. Fein! Supi! Ich lasse ihn jetzt einfach einmal weiter im Fluss gehen. Kriegt er beim nächsten Mal wieder was. Hopp! So, hier geht's lang. Das ist das, was ich meine. Wenn er denn vor was Angst hat, dann kickt er das weg. So, ich lasse ihn hier jetzt einfach nochmal gehen. Jack, heute bist du aber... Nee, so einen Zirkus machen wir nicht. Nein, so einen Zirkus machen wir nicht. Hier, so ja. Zieht sich jetzt an allem ein bisschen hoch. Da hinten plätschert was von einer Regenrinne runter. Ist ein Geräusch, was er jetzt gerade, wenn er hier arbeiten soll, äußerst doof findet. Und lieber da ist als hier bei mir. Deswegen mache ich mich jetzt mal bemerkbar. Und ich muss gucken, was muss ich tun, damit ich hier interessanter bin. Was habe ich für Möglichkeiten? Ich habe eine Longe in der Hand. Ich habe eine Gerte in der Hand. Ich habe meinen Körper und ich habe meine Stimme und ich sage ihm jetzt hier ganz klar, zieh nicht an meiner Hand. Das heißt, er darf nicht einfach nach außen gucken, weil dann zieht er an meiner Hand. Ganz wichtig ist, dass man sich nicht ärgert, dass man nicht aggro wird und auch diese Spannung gar nicht in sich hat.
fein, sondern einfach sagt, okay, das ist jetzt kein Viertelstundentraining, sondern ich muss heute ein bisschen länger machen. Und ich fordere das hier ein. Und was immer ganz interessant ist, ist, dass es plötzlich viel besser geht. Wenn man Grenzen setzt, wenn man sagt, ey, konzentriere dich hier auf mich. So, und das sind so Sachen, hier bin ich. So, ich zeige ihm jetzt einmal ganz deutlich, was ich möchte. Danach fein. Gut. Hier. Und schön. Super gemacht. Klasse. Oh, ist mir auch warm geworden. Du bist so ein Tüffel. So, und das ist doch gar nicht böse. Das ist doch einfach nur, die wissen es nicht. Die haben auch ihren Kopf. Die haben vielleicht mal mehr Lust, mal weniger Lust. Und dann kommt es doch drauf an, was habe ich in meiner Trickkiste? Wie kann ich sie motivieren? Oder auch natürlich eine Spur weit zwingen. Das ist einfach so. Wenn ich irgendwo im Wald bin, im Gelände bin später oder im Dressurfjäg bin und die möchten irgendwo nicht hin, dann müssen sie ja trotzdem gehorchen. Ob nun auf dem Turnier oder im Gelände. Im Gelände ist es sogar noch viel wichtiger, weil auf dem Turnier geht es nur um eine Schleife oder um eine Platzierung. Im Gelände geht es um sein eigenes Leben und auch um die Sicherheit des Pferdes. Wenn die Sachen nicht punktgenau funktionieren in jeder Situation. Und von daher mache ich solche Sachen. Und ich habe ihn jetzt nochmal wieder daran gehen lassen, obwohl gar nichts gepasst hat, dann soll er doch aufpassen. Ich würde ihn da besser ranführen. Aber er macht sein eigenes Ding. Also gucken wir jetzt, wie wir da durchkommen. Und das hat ihm wunderbar funktioniert. Er ist danach nicht mehr weit weggegangen. Er hat nicht mehr dran gezehrt. Ich habe ihn kleiner gehalten und habe ihm nach der Landung gesagt, hier möchte ich, dass du bleibst. Wünsche ich mir anders. Ich wünsche es mir, dass er springt und ich kann ihn belohnen dafür, dass er gesprungen ist und müsste nicht nach dem Sprung halt für meine Begriffe so rabiat werden. I'll be there when...